Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Geist. Und ich kann mir auch aus der Unsichtbarkeit Schneebälle holen. Wunderbar. Ich spiele mit den Perks Korrupte Invention, Schlampiger Schlachter, Pop Goes the Weasel und Freunde bis zum Schluss. Und hier unten hat schon ein Schneemann geschrien. Hallo Mia. Hab ich dich einmal? Wunderbar. Ich habe zwei Addons dabei. Einmal habe ich mit, dass ich mich schneller fortbewege, wenn ich unsichtbar bin. Und außerdem habe ich mit dabei, dass ich mich schneller sichtbar machen kann. So, ich schaue mal ganz kurz nach hier unten. Da hinten sehe ich Vittorio. Okay, da hätte ich näher rankommen sollen direkt. Hallo Vittorio. Einmal. Okay. So, dir weiter nach. Hallo. So, ich... Na, du hast hier noch was. Okay. Habe ich dich? So, jetzt wird hoffentlich gleich Nia schreien, die Besessenheit, mit Freunde bis zum Schluss. Nee, nicht schreien, sondern sich mir zeigen. Dort unten. Die ist jetzt gefährdet. So, Geist. Hallo. Habe ich dich? Und die hau ich Pop gegen. Wunderbar. Das ist halt die Gefahr, ne? Freunde bis zum Schluss aktiv, dann am besten sofort weglaufen. Ansonsten kann es passieren, dass der Geist dich einklemmt und tötet. So, hepp. Da war jetzt die Kate zum Retten. Ja, der Gen wurde gemacht. Warte, bin ich blind? Ja, ich bin blind. Hä? Wo sind die Fußspuren hin? Also die Blutspuren. Ah, schade. Okay. Die hängt dort oben zumindest noch. Ich schaue ganz kurz hier nochmal her. Da ist niemand. Okay. Schade. So, das muss ich zerstören. So. Schade. Okay. Na, Wurf, perfekt. Die Schneeballschlacht. Ah, ich werf die halt zu niedrig, ne? Okay. Gut gemacht. Schade. Die ist jetzt zu. Heißt, schon mir die Palette aus dir raus. Oder du rennst weiter. Hallo Nia. Hab ich dich? Das hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert als geplant. Okay, immerhin habe ich dort oben ein paar Paletten rausgenommen. Jetzt müsste ich hoffen, dass ich direkt Vittorio wieder einklemmen kann. Dort hinten. So, der rennt. Der weiß genau Bescheid. Hallo Vittorio. Er muss jetzt... Oh, okay, es ist genau jetzt gerade abgelaufen. Schade. Oh, knapp.
So, das zerstöre ich. Yep. Das zerstöre ich auch. So, und dann hole ich mir Vittorio. Das Problem ist natürlich jetzt, dass alle gesund sind. Hab ich dich. Und jetzt hier die Jagd wieder länger dauern würde. Bis auf Kate hing bisher jeder mal. Vittorio jetzt zum zweiten Mal. Okay. Hallo Nia. Hab ich dich. So. Ich weiß nur nicht, ob ich sie halt weiter jagen sollte. Ja. Okay, die hat einen Sprint-Boost. So, einmal. Da ist zum Glück nichts mehr. Okay, hallo Nia. Das wird schon geheilt. Hab ich dich? Hab ich dich? Das Schöne ist, ich konnte jetzt diese Heilung unterbrechen und damit dafür sorgen, dass der Heilfortschritt wieder zurückgeht bei Vittorio. Und er das vielleicht, und die wieder von vorne anfangen müssen zu heilen. Oh, schade. Ich dachte, ich habe den Hit. Okay. Ja, ich hole mir vielleicht wenigstens diese Palette aus ihr raus. Schade, dass ich den Hit nicht habe, aber das, was ich wollte, habe ich, die Palette. Der wurde geheilt, ich lasse die mal laufen. Die heilen sich doch direkt wieder unterm Haken. Sonja. Hingst du gerade oder hing? Ich weiß gerade nicht. Du bist jedenfalls diejenige, die geheilt hat. Daher kommst du mit. So, und dann muss ich mal schauen, welche Gens, an welchen Gens sie sind. Du bist raus. Okay. Ja, hier trete ich kurz gegen. Und ich schaue mir die dort unten nochmal an. So, da müssten ja hoffentlich die anderen irgendwo in der Nähe sitzen. Ich meine, wir haben jetzt immerhin schon einen Kill. Das ist schon mal ganz gut. Hier hätte ich halt mal früher gegentreten sollen. Ich weiß nicht, ob ich noch kurz dort mal checken sollte. Die heilen sich gerade. Hallo Nia. Hab ich dich? Wunderbar, du kommst mit. So, und dich bringe ich hier an den Haken. Hep. Und ich packe hier Pop drauf. Da unten wurde Kate zur neuen Besessenheit. Der hat zumindest hier irgendwo geschrien. So, ich hole mir nochmal neue Schneebälle. Das darf man nicht vergessen. Ja, ich dachte mir schon, dass sie hier wieder angefasst haben. Keine Ahnung, wo Vittorio ist. Dort hinten ist er. Hallo Vittorio. Einmal. Oh, mein Auge tränt irgendwie, ne? Kennt ihr das, wenn manchmal das Auge tränt, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ah. Okay. Wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Hab ich dich? Perfekt. So, du kommst mit. Jetzt habe ich auch endlich mal wieder Schneebälle und kann wieder mitmachen. Hep. So. Dort hinten ist Kate und die ist gefährdet. Und sie läuft nach links weg.
allocate. Oh nein! Hab ich dich? Perfekt. Freunde bis zum Schluss, bis auf den Geist ist ziemlich gut. Weil er halt so schnell ist, ne? Hep. Und dort habe ich Mia irgendwo gefunden. Also zumindest ihren Schrei gehört. Hallo Mia. So. Hallo. Okay. Das ist so witzig. So, und jetzt rettet sie. Einmal. Schade. Ich um die Ecke komme und wir uns beide erstmal einen Schneeball vor die Nase hauen. So. Hab ich dich? Oh, mein Auge, es ist zum verrückt werden. Aber ich krieg's hin, auch wenn ich nur mit einem Auge spielen muss. Oh. Okay, wir schaffen das trotzdem. Sie müsste jetzt tot sein. Da sind Schneebälle, die ich mir nochmal hole. Und jetzt hole ich mir die Kate. Die hat in dem Gebiet hier irgendwo geschrien. Keine Ahnung, wo sie ist. Hier unten. Da oben. Hallo, Kate. Hab ich dich? Perfekt. Du kommst mit, damit haben wir alle bekommen. Sehr gut. Okay, ich würde mal sagen, der Bild ist ganz gut aufgegangen. Korrupte Intervention hat uns am Anfang so ein bisschen den Rücken freigehalten. Wir haben mit schlampigen Schlachter die ganzen Heilungen unterbrechen können. Mit Pop konnten wir immer mal die Generatoren zurücksetzen. Und Freunde bis zum Schluss hat uns immerhin zwei Downs geschenkt. Ne? Einmal die Nia am Gem und einmal die Kate hier. Da hinten in der Ecke. Ne, also dort hatte ich die ja erwischt. Das war da sehr gut. So, fällt ihr zu. Wunderbar. Ja, als Killer ist das mit diesen Schneebällen gar nicht so einfach. Als Überlebender kann man die sich immer mal holen, auf dem Weg vom einen Generator zum nächsten. Und als Killer ist das immer so, ich muss eigentlich die Leute töten, aber ich will eigentlich auch die Leute mit Schneebällen abwerfen. Aber ich denke, wir konnten immerhin ein paar Schneebälle werfen. So, das waren die Überlebenden. Good game. Schöne Runde. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.